Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mutant Year Zero. Wir sind in der Arche angekommen und wollen uns jetzt anschauen, was es hier so alles gibt und was wir machen können. Es gibt nur 4 Plätze momentan, also nicht so viel zu tun. Dennoch lohnt es sich sicher. Schauen wir erstmal beim Ältesten vorbei, weil das, denke ich, ist das Interessanteste für alle. Abgesehen vom Basteln gleich, aber schauen wir mal. My home will always be a haven to you, brave stalkers. Wie er Bluttransfusionen bekommt after ohne Ende. Your journeys, pay me a visit, and I'll offer you some guidance, perhaps a story, to help you become wise and strong. Interesting. Also er hat uns jetzt nur gesagt, dass wir bei ihm vorbeikommen sollen. The Ark thanks okay. you for your service. Be well. Ich meine, wir sind gerade von einer Tour zurück, also könnte uns ja mal eine Story erzählen, aber dann eben nicht. Ich glaube, wir gehen zuerst zu Prips Bar und das hat einen bestimmten Grund, aber den erfahrt ihr dann gleich. After a killer day in the zone, you know you can always come to Prips for some high quality grog. You wanna get loaded? Order a shot. No butane, no bleach, only natural ingredients. I also dabble in a little antiquity trading. So if you find any cool artifacts out in the wasteland, bring them to me and I might give you something in return. Comprende? Ja, er ist definitiv einer der mehr mutierten Leute, sieht man ja am Kopf, was er da alles hat. Aber so mutiert wie Dux und Bormans ist niemand. Das ist schon ein bisschen strange. So, aber warum ich direkt hier hingekommen bin, ihr seht schon, hier gibt es eine ganze Menge Zeug, aber ich will das da haben. Gewährt in Iridias Laden 20% Rabatt, weil unser Schrott ist teuer. Und wir wollen dafür auch ein bisschen was bekommen. Ich hätte am liebsten so ein Granatenslot, wäre schon geil. Oder die Verblutendauer um 2 Runden erhöhen, ist auch nice, wenn es mal schief geht. Aber das ist halt Planning for Failure und davon sehe ich meistens ab. Oder Pyromane. Fügen Molotov-Cocktails in Feuerschaden pro Runde hinzu. Super gut. Mehr Damage. Mehr ja, Medikits geben dann 7 TP, ist auch nice. Granatenschaden um 4. Bessere Crit-Chance gegen mechanische Gegner. EMP-Granate wird besser, erhöht den Waffenschaden um 1, das ist das Hardcore-Ding, da muss man eigentlich direkt bam, 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 direkt hin. Minimumweg wäre 1, 2, 4, 5, 7. 7 Artefakte und man hat das. Mega gut. Schlechter, 10% kritische Trefferchance gegen lebende Kreaturen, also die beiden, ja, ne, läuft. Aber erstmal wollen wir einen Rabatt bekommen. Je früher man den nimmt, desto besser und ich denke mal, das passt. Dankeschön. So, dann könnten wir in Iridias Laden gehen oder in Deltas Bastelgrube. Gehen wir erstmal in ihren Laden und gucken, ob wir uns was kaufen. You know the drill. Stalkers want gear that keeps them alive. I, Iridia, provide the gear. See anything you like, just let me know. There is one rule. Don't ever, ever pull my chain. If you pull my chain, I'll feed your ding-dongs to a zone wolf. Got that? Beautiful. Aber unsere Ding-Dongs. Happy shopping. Aber unsere Ding-Dongs. Ich will die da gerne haben. Ja, bitte, bitte, gib mir die. Kriegst einmal ein Scrap. Ich sag dir erst, wie viel ich habe, wenn du mir die gibst. Dammit. Okay, wir könnten Medikits kaufen, wäre es wert. Rauchgranaten, Molotovs Handgranaten. Eine Rohrkanone, die ist auch ziemlich cool. Aber nicht mehr ganz so geil. Weil die ist nicht silent. Muss mal gucken, ob man sieht, ob irgendwas silent ist oder nicht. So auf einen Blick, wahrscheinlich irgendwo. Aber die ist nicht silent, was schade ist. Und wir haben schon. Da Bormann jetzt eine Waffe hat, die nicht mehr nur 3 Schaden, sondern 5 macht, ist sie sogar besser, die Schrotflinte. Obwohl die Rohrkanone hat viel, viel mehr Reichweite bekommen. Okay, das macht schon geiler. 3 Munition. Die wäre es wert, aber ich weiß, dass wir die später noch finden. Das altvorderen Visier wäre auch super nice, aber wir finden die später noch. Vielleicht kann ich das Visier an die Schrotflinte dran machen, habe ich auch kein Problem mehr. Ja, weniger Problem, sagen wir es so. Von daher will ich die nicht kaufen. Ich hoffe, man findet die immer noch, sonst bin ich gleich ein bisschen enttäuscht und weine. Ein paar Molotovs wären gut. Boah, ist der teuer, ey. Eine Rauchgranate, not a fan that much. Das Medikit könnten wir ersetzen. And that's it. Wir können jetzt nur noch die Rauchgranate kaufen. Ganz schön teuer und das mit 20% Rabatt, glaube ich, war es.
Schaut mal, wie teuer das Ding war. Das wird auch teurer. Normalerweise hätten wir, glaube ich, weniger. Obwohl, die 150, glaube ich, waren es. Ja. Safe travels. 150 müssten es sein, weil dann 20% Rabatt sind 30. 120 bleiben übrig. Gehen wir mal in Deltas Bastelgrube, vielleicht können wir was machen. Wanna know how this goes down? For the right price, I fix and upgrade your shitty gear. Any questions? I like her. Die sind alle super cool. Sie hat auch an so einer mechanischen Einheit rumgebastelt, die werden wir auch noch treffen. Bin ich nicht so gespannt drauf. Ah ja, hier steht lautlos, okay. Wir haben bis jetzt nur eine lautlose Waffe. Nicht gerade geil. Die Sachen sind schon upgegradet auf Stufe 2. Dadurch kriegen sie einen Schaden mehr und einen Crit-Schaden. Super. Wir könnten eventuell die Streukanone aufbauen. Wir haben 38 Aufenthalte. Hier ist ein bisschen, hier ist mein DX-Story-Kram drüber. Das ist nicht so geil, aber 38, glaube ich, sind es. Am liebsten würde ich die verbessern. Wir könnten hier ein Zielfernrohr drauf machen für 12 Reichweite. Aber Reichweitenverbesserung wäre hier am besten, denke ich, weil er dann auf 10 kommen würde. Das Schöne ist, schaut es euch an, wir können jederzeit die Aufsätze ändern, also jederzeit in der Arche, können wir uns anpassen. Und das ist geil, Leute, das ist richtig geil. Wir könnten dem Ding auch noch Flammenschaden geben, aber ich glaube, I don't know. Flammenschaden gibt mehr Crit, ne? Aber mehr Crit bringt es jetzt nicht so. Ja, hierbei schon. Es gibt Gegner, die haben 6 Lebenspunkte. Wenn wir dann den Crit garantieren und dazu den Flammenaufsatz, na gut, der ist mehr ein Bonus. Ja, der Flammenaufsatz bringt es hier nicht eigentlich. Wir könnten für 30 Waffenteile das Ding upgraden, dann hätten wir das gleiche Spiel. Mehr Schaden, mehr Crit-Schaden. Was könnten wir noch machen? Wir könnten dem Ding hier das verpassen für 8 Crit-Schaden, was besser ist, denke ich, denn es geht immer so in Zweierschritten, habe ich das Gefühl. 4, 6, 8 ist eher das. Unverursacht mehr Crit-Schaden, verursacht Brennen. Ja, komm, das packen wir hier drauf. Das ist so geil, hier einfach ein Flammen-Dings dran. Ach, super. Wir könnten es natürlich noch weiter verbessern. Guck mal, es geht 8 bis 10. Richtig cool. Man sieht auch die Ranges, wie die Gegner und sowas hier sein werden wohl. Wir haben hier nichts mehr übrig, keinen Aufsatz, kein gar nichts. Wir könnten es immer noch eins erhöhen. Und ich bin ehrlich gesagt dafür, dass wir das tun. Es könnte natürlich auch sein 4, 6, 9, ne? Und dann 4, 6, 9, 12. Und dann vielleicht schon Richtung 16 oder so, dass dann um 4 hochgeht. I don't know. Die Ranges müsste man jetzt halt kennen, um hier besser zu taktieren. Aber ich glaube, wir wollen die Armbrust verbessern. Wir packen die auf Stufe 2, haben jetzt nur noch 8 Waffenteile übrig, nicht viel. Abel, sie ist lautlos, sie macht generell 5 Schaden, wenn sie trifft. Und mit Crit können wir sie auf 6 pushen. Das heißt, wir können sogar Leute mit 6 Schaden einfach erstmal aus dem Spiel nehmen. Zumindest einen davon, weil wir nur einmal diese Chance haben. Mit ein bisschen Glück 2, aber wir werden sehen. Keep your head screwed on. Läuft. Okay, das war im Grunde auch schon alles, was wir hier machen können. Relativ simpel, aber wir kriegen das, was wir brauchen. Dann gehen wir wieder. Und hat nicht den ganzen Part gedauert. Ich bin froh. So, wo wollen wir hin? Stufe 25. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Wir wollen zu Hammonds Hütte. Wir müssen nicht hier wieder hin. Und ihr seht, das hier war ein One-Way-Ding. Hier gibt es keine weitere Abzweigung. Wir können aber jederzeit hierhin zurück. Wir müssten wahrscheinlich hierhin zurück, weil hier waren die super starken im östlichen Außenposten. Oder war das beim Metallvogel noch? Das könnte beim Metallvogel gewesen sein. Wir gehen aber Richtung Hammonds Hütte. Wir können glücklicherweise dort, wo wir schon mal waren, sofort hin. Ohne, dass wir irgendwie noch was machen müssen dafür. Dass wir durch die anderen durchrennen müssten. Wir können uns dort nochmal umschauen, wenn wir denken, wir haben was vergessen. Soweit ich weiß. Okay. So. Bormin, hast du noch irgendwas? Wir könnten ihm Schaden geben. Lebenspunkte geben. Ich bin dafür... Weil der Sauerlauf, so geil er auch ist, dauert noch ein bisschen. Und das durch Wände stürmen kann gut sein. Getroffene Gegner gehen K.O. Das ist ziemlich gut eigentlich. Aber darauf jetzt einfach so zu sparen. Ich glaube, wir nehmen uns erstmal den Gesundheitsboost. Den brauchen wir vorher. Der lässt uns so schon länger durchhalten. Sofern wir Medkits haben. Wenn nicht, dann sind wir gezwiebelt. Okay, schauen wir uns um. Ich renne gerne mit Bormin durch die Gegend. Thanks for signing me up back there, you crazy pig. Yes, Mr. Elder. Sign us up for a suicide mission, Mr. Elder.
Did you forget there's like a kajillion ghouls out here who want to kill us? Nobody gets to kill you but me now. Shut the duck up and keep moving. I'm telling you, Borman, ain't no happy ending in this story. Stalkers don't get happy endings. We get each other. So watch my back. Ich liebe diese Diskussion zwischen den beiden. Das ist voll gut. That's it. Hammond's cabin. Let me guess. That's not Hammond inside. Him. Ghouls. Yeah, wir haben Hammonds Hütte. Oh, Zonenhunde. Okay, hier geht's ja ganz schön ab. Vielleicht sollten wir noch nicht zu Hammonds Hütte gehen, sondern uns erstmal hier umtun. Was hier sonst noch rumläuft, denn ich will ungern. Vielleicht sollten wir erstmal die Cabin checken, aber ich würde ungern halt alles anlocken, was hier so rum ist. Einfach so. Den Zonenhund kriegen wir nämlich auch so los. Oh, hier sind natürlich mehrere davon. Die sind Stufe 5? Vielleicht sollten wir erst nochmal zur Hammonds Hütte gehen und die checken. Oder wir haben uns gerade einkesseln lassen. Dann ist ja wunderschön. Verdammt, haben die 4 Lebenspunkte. Die haben 10 Lebenspunkte. Wie sollen wir die nochmal killen? Oh Gott, jetzt sind wir effed. Ich hätte nicht gedacht, dass sie hier so patrouillieren. Okay. Der geht nur eine Runde. Wir gehen zu Hammonds Hütte. Ist cool. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich... Cool, wie die ganze Umgebung aufgehellt wird, wenn... Euch das mal an. Wow, check this thing out. It must have crashed. Look at this symbol on the side. It's like a star. Ja, es gibt mechanische Entitäten in dieser Welt. Ich weiß noch nicht genau, was es damit auf sich hat, aber das werden wir sicher noch rausfinden. Okay, merken erstmal Hammonds Hütte untersuchen. We take everything, but there are no secrets. Where are the secrets? Ones in the north will catch Hammond and squeeze the secrets from his head. Hammond will tell us what the junk is for. Also das ist aber ganz schön steep hier. Wir sind Stufe 4. Warum sind die alle schon Stufe 5? Okay, ich lasse Borman mal hier. Und Dax versucht, den Typen zu erledigen. Kommt er noch ein bisschen weiter raus? Das fände ich sehr angenehm, wenn er noch weiterkommen würde. Nicht weit genug. Ach, scheiße, ich hätte mich doch hinter dem Baum stellen sollen. Ich wusste es. Damit hätte ich ihn vielleicht rausziehen können. Oh, du willst mich verarschen, oder? I hate my life. Ich war gerade in Deckung. Mein Leben ist so geil. Yeah, that's gonna be fun. Zum Glück ist er zu dumm zum Treffen. Das ist eklig. Und Overwatch, na doll. Oh nein, der Schamane. Ich hab den gar nicht gesehen. Yay, mehr Gegner. Oh Gott, wie unfair. Ich glaube, das überleben wir nicht. Würde mich sehr wundern, wenn wir das schaffen. Ja, das Dumme ist, wenn ich hier mich bewege, dann habe ich den Typen am Hintern. Wenn ich mich nicht bewege, bin ich am Hintern. Oh, that's gonna be fun. Einfach, ich hasse es, ne? Wenn du einmal nicht in der ordentlichen Position bist, schon ist direkt hier zappenduster. Ich muss den Schaman aus dem Weg räumen. Der wird nämlich, denke ich mal, weiter beschwören. Oh, und Borman ist in der besten Position of his life. Kann ihn niemals alle ausschalten. Selbst mit einer Granate kann er das nicht. Obwohl ich nicht weiß, wie viel Schaden eine Granate macht. Also das wäre schon gut, wenn wir die alle treffen könnten, aber... I don't know. Bad. Bad Cheat. Ich könnte auf 0% Trefferchance gehen, um Crit zu machen, aber das macht keinen Sinn. Also lassen wir das lieber. I don't know. I'm effed, I guess. Ich könnte hier hin. Das wird mir aber nicht viel helfen. Ja, gegen die, aber nicht gegen den Typen, der vor meinem Gesicht steht. Oh Gott, ich hoffe, die blöden Hunde kommen nicht auch noch. Das hätten wir doch, was die Hunde machen sollen. Das Problem ist, dass ich so auf jeden Fall einen Hitter bekomme. Und der wird treffen.
25. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Deckung habe da in die Richtung. Ich meine, Kill wäre das so oder so. Ein scheiß Overwatch und ich weiß nicht, wie ich ihn loswerden kann. Borman, kannst du was dagegen tun? Ich glaube nicht. Das Problem ist, dass wir uns dann vulnerable hier gegenüber machen. Was er ja eigentlich eh schon ist. Ich weiß nicht, warum die ihn noch nicht entdeckt haben und ich will testen, wie es funktioniert. Ich meine, dann machen wir den Kampf halt nochmal. Ist ja wurscht. Damit ich mich nicht gegenüber denen aus der Deckung bewege. I don't know. Ich sehe, das ist die einzige Chance, die ich sehe. Da hinzugehen und den wenigstens rauszunacken. Ja, aktivieren, danke. Oder nehmen wir den, weil der hat zwei Schuss. Obwohl, macht eigentlich kaum Unterschied, ne? Du hast 10, du hast 10. Nicht wirklich, ich brauche für alle anderen sowieso zwei Treffer. Kann ich auch den nehmen, komm. Nice one. Was machen wir jetzt mit Borman? Die Frage ist, kann er die alle ausschalten? Ich muss ihn aktivieren, habe ich das Gefühl. Okay, then. Goodbye, guys. I don't care. Und der Baum. Guck mal, wie der zerspratzelt. Wie geil. Okay, zwei Gegner nur noch. Das ist besser. Jetzt müssen wir sehen, dass der scheiß Schamane tot ist. Oh, jetzt bin ich tot. Das ist so beknackt, ey. Overwatch. Das ist okay. Du kannst noch nicht wieder beschwören. Das ist gut. Und ich kann nirgendwo hinsprinten, wo es sinnvoll wäre. 25%. 75%. Und ich krieg den Overwatch ab. Warum nur 25%? Ich habe die Reichweite doch erhöht. Und warum komme ich nicht dorthin? Ich bin immer noch versteckt, komischerweise, obwohl ich eine freaking Granate gezündet habe. Cool ist auch, wenn man sich versteckt, die Tonne. Wenn du dich eingräbst, bist du 25% schwieriger zu treffen. Und überspringt die Runde. Ja, I don't know. Hier werde ich erwischt. Hier könnte ich vielleicht überstehen, den Teil. Ich glaube nicht, dass Sturm und Schuss hier Sinn machen würde. Und ich muss mich heilen. Keiner hat von den beiden Overwatch, hoffentlich. Ich heile mich erst, das ist sinnvoller. Keine Ahnung, warum das hier so ein Bereich hat. Okay. You are done und du überwachst. Aber was soll ich sonst machen? Ich hoffe, die perfekte Deckung schützt mich, weil ich habe nicht mehr viel Medikits. Oh ja, oder auch nicht. Oh, er hat mich geschossen. Ich muss den scheiß Schamanen erledigen. Das war gut, dankeschön. Ich muss ihn killen. Der darf nicht noch mehr beschwören. Das war nur Luck, dass ich das... In 75%. Sounds good. Dich könnte ich damit killen. Weil ich mache 5 Schaden, Dax macht 6 Schaden, dead. Dann bliebe nur noch der Schamanen. Es ist dumm, aber ich muss es so rum machen. We don't like it. Einige Mutationen werden nach dem Einsatz gesperrt. Du brauchst eine gewisse Zahl von Kills, um sie wieder freizuschalten. Yay. Okay, ich verbrauche 2 Aktionspunkte, aber ich habe Sturm und Peng gemacht. Sollte passen. Und ich darf noch ballern, okay. Wenn ich einen Crit mache, wird es sogar noch einfacher. Obwohl, es ist eigentlich wurscht. Es ist einfach wurscht. Ja, damit müsste ich einen Crit machen, damit das wirklich passt. Obwohl eigentlich auch nicht, aber ja, 5 Schaden reicht mir, danke. So, wir wechseln einfach die Waffe. Obwohl, wir könnten erst nachladen, weil das beendet eh die Runde. Das Schießen. Wir werden uns eh nicht bewegen. Oh, nur 75%. Das ist natürlich kacke. Gut so. Luck. So, jetzt ist immer noch der Typ da, der uns neue Viecher beschwören kann. Und ich hoffe, er macht es noch nicht. Oh, ein Glück. So. Ja, jetzt wird's eklig, denn jetzt muss ich den Overwatch triggern.
Oder aber ich kann was werfen. Ah, die Rauchgranate wäre es eigentlich. Wenn ich die hierhin werfe, unterbreche ich doch all seine Sichtlinien, oder? Meine auch, aber who cares? Ja, who cares ist so gesagt, ne? Das Problem, das ich damit habe, ist, dass ich immer noch in eine Schussposition kommen muss und ihn möglichst schnell killen muss. Aber wenn ich ihn töte, habe ich die Fähigkeit auch wieder. Er hat 10 Schadenspunkte. Ich muss mit beiden treffen. Schießen und treffen. Okay, ich glaube eh nicht, dass es in der Runde was wird. Du gehst dorthin. Du wirfst die Rauchgranate. About here, I guess. Damit da niemand mehr von uns sehen kann. Braucht beide Punkte. Hätte ich Bormann doch dafür nutzen sollen. Jawohl. Ja, doch, mach das mal. Ich will, dass er zu uns kommt. Der Rauch sieht komisch aus, aber passt schon. So, Bormann. Ich würde deswegen sagen, machen überwachen. Damit, wenn er ankommt, du ihm eine reinballern kannst. Eigentlich hätte ich lieber nachgeladen, aber... Er kommt echt nicht ran, der kleine Drecksack. Oh, so ein Feigling. Shit. Wir haben halt keine Möglichkeit, uns besser ranzuschleichen. Wieso kann ich ihn da sehen? Nein, durch Rauch blockiert. Okay, also sollte ich auf dem gesamten Weg durch Rauch blockiert sein, hoffe ich. Ich will versuchen, ranzukommen an ihn. Und deshalb könnte ich auch hierhin sprinten, theoretisch. Ich hoffe, ich bin den ganzen Weg blockiert. Okay, durch Rauch blockiert, durch Rauch blockiert. Ja, ich bin komplett durch Rauch blockiert. Ich könnte natürlich nur dahin rennen. Aber das wäre vielleicht ganz gut. Firebox nachladen. Zieh das durch, renn bis dorthin. In der nächsten Runde kannst du ihn hauen. Weil du in einer super Position bist. Hey, Rauchgranaten sind mal zu was gut. I like it. Gleichzeitig, du könntest damit den Overwatch auslösen, das ist nicht so cool. Gleichzeitig kannst du hier hin. Willst du die ganze Zeit über durch Rauch blockiert? Ja, apparently so. Okay. Dann go. Ich kann, glaube ich, hier auch Punkte legen mit, ich glaube mit STRG, ich weiß es nicht genau, das müsste ich nachgucken. Aber ich glaube, man kann hier auch solche Points legen. Und wir sollten hier relativ safe sein. Leider nur relativ, aber er ist immerhin unbeschädigt. Ich weiß nicht, wie lange der Rauch hält. Overwatch. Really. Ist immer noch durch Rauch blockiert. Ich könnte kotzen. Aber gut, wir bewegen uns hier nicht gerade. Das heißt, ich kann nachladen und kann einen Overwatch machen. Weil der Rauch wird nicht mehr lange Bestand haben. So, und Dax hat jetzt die Freude. Ich bin hier immer noch durch Rauch blockiert. Ich bin in perfekter Deckung. Ich habe Munition. Overwatch. Overwatch. Yes, baby. I did that. What do you think about that, huh? Genau das wollte ich. Bitte nicht töten. Oh, I hate my life. Ich dachte mir schon, dass es zu lange gedauert hat. Aber er holt nur einen ran. Okay, alles gut. Einer ist in Ordnung. Das ist absolut gar kein Problem. Ich habe keine Munition mehr. Aber ich habe hier genug Munition. Um ihn zu erledigen, wenn ich treffen sollte. Ein härterer Kampf, als ich gedacht hätte, hier der kleine Sheet. Sturmschuss. Ist eine 50% gut genug, dass ich meine perfekte Deckung verlasse? I don't think so. Quite the contrary. Das hier ist ein Nahkämpfer. Der muss sowieso ranlaufen. Und der da kann ich viel machen, so. Ich bin gespannt. Der hat gerade seinen Freund gerufen. Wir gehen hier nicht raus. Wir laden uns einen nach. Und dann ballern wir ihn ab.
Lautlos ist mir eigentlich egal, dann nehmen wir die hier. Overwatch. Komm her. Ja, geht so, mein Freund. Dead. Dead. Und das ist die safeste Sache für mich gewesen. Das Dumme ist, dass ich nicht wollte, dass Bormin ihn anballert. Ich hätte gern gehabt, dass Dax ihn wegballert. Ja, das hier ist Reichweiten-Chance. Das ist das Problem. Deshalb. Hey, my friend. Goodbye, my friend. Oh man, that was my shot. Ja, Dax, I'm sorry, aber du hast eine scheiß Position gehabt. Deine Waffenreichweite war nicht gut genug. Oh, schön, Leute. Mega geil, mega geil, mega geil. Hat geklappt. Wir haben 2 Punkte zur Verfügung. Wir können ihm einen Bewegungsbooster geben. Was hat Bormin? 12. Da hätte er 2 mehr als Bormin. Das macht ihn natürlich als Scharfschütze noch valider, ne? Oder wir warten, bis wir den Knieschutz oder den Mottenflügel bekommen. Mottenflügel übrigens ermöglicht dir zu fliegen. Du kannst dir auf deinem Rücken Flügel wachsen lassen. So kannst du dich vertikal bewegen und an einer Position schweben. Dadurch hast du gegen Ziele unter dir einen taktischen Vorteil. Außerdem erreichst du auf diese Weise ansonsten unerreichbare Positionen, was ziemlich cool ist. Er hat nur 2 Major-Mutationen. Das ist einmal das Chamäleon und einmal die Mottenflügel. Ich meine, hier ist es nur unsichtbar werden, bis man schießt. Kann gut sein, um eine gute Position zu kommen. Die Mottenflügel könnten gut sein, um eine gute Sniper-Position zu bekommen. Ich bin echt geneigt, den Bewegungsbooster zu nehmen. Das gibt einem echt mehr Möglichkeiten. Mache einen organischen Gegner 2 Runden lang bewegungsunfähig. Ja, ist auch nice, ne? Aber es ist nur bewegungsunfähig. Greif mich Knie wieder an, das ist so geil. Du kannst der Kniescheibe eines Gegners mit einem einzigen Schuss erklären, dass sich letzterer 2 Runden lang nicht bewegen kann. Allerdings funktioniert das nur bei organisch. Geil. Das ist so bescheuert, aber so geil. Er hat 9 Lebenspunkte, wie Bormin, das ist gut. Wir müssen ihn auf jeden Fall wieder heilen, das ist nicht so geil. Ich nehme die Bewegungspunkte. Ich finde, das ist gut. Außerdem super geil, wie die Mutationen hier passieren. Ne? Heftig gut. Heftig gut. Die Mottenflügel finde ich super eigentlich. Ah, warte mal. Ne, wir heilen erst. Komm. Dann bist du immer wieder fit und alles ist gut. Wir haben auch alle Fähigkeiten wieder. So, jetzt schauen wir erstmal, was die Penner dabei hatten. Der eine hier gar nichts? I mean, really? Ja gut, der war auch nur gespawnt, ne? Genauso wie die anderen 3 da. Aber wir kriegen ein Medikit. Das ist gut, dass der ein Medikit dabei hatte. Das Ding schauen wir uns gleich an. Erst will ich gucken, was wir noch für Scrap haben. Notiz: Zonenhundelager. Während die Jahreszeiten kommen und gehen, muss ich immer tiefer in die Zone vordringen, um wenigstens das Nötigste zu finden. Ab und an stoße ich selbst an Orten, von denen ich dachte, die Stalker hätten sie jetzt längst gesäubert auf seltsame Verstecke. Einer dieser Orte liegt westlich der gefallenen Maschine. Dort scheinen sich die Überreste eines Lagers der Altvorderen nebst transportabler Hütte zu befinden. Also, transportable Hütte ist wahrscheinlich ein Wohnwagen. Mittlerweile hat sich dort ein Rudel Zonenhunde niedergelassen, die meine Gegenwart in der Nähe ihres Brutplatzes aus irgendwelchen Gründen zu dulden scheinen. Sie töten umherstreifende Ghule und ich lasse sie in Ruhe, da diese ungewöhnliche Symbiose auch für mich von Vorteil ist. Ha, warum haben die in Ruhe gelassen? Waffenteile immer gut, ein bisschen mehr Schrott. Den Typen, den wir erledigt haben. Da haben wir auch einen erledigt, oder? Nuatun. Oder Nuatun? I don't know. EMP-30. Ein zusätzlicher kritischer Schaden. Sehr schön. 20% Chance, robotische Gegner zu deaktivieren. Wir müssen die unbedingt einsetzen. Schadensmodul. Energieziegel aus den Enklaven, mit dessen Hilfe eine Waffe elektrische Projektile abfeuern kann, die mechanischen Gegnern zusätzlichen Schaden zufügen. Chronist Elvis. Dann müssen wir wieder zu Delta zurück, um die einzusetzen. Aber die wird sehr nützlich sein später. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Artefakt und dann gehen wir da rein und gucken nach, was los ist. Ein Ferngucker. Dieses röhrenförmige Objekt ermöglicht dem Benutzer, weit entfernte Dinge aus der Nähe zu betrachten. Könnte sich im Nahkampf auch als Waffe eignen, Grund des Pegos. Es ist keine gute Waffe, die wird eher zerstört, dass du damit Schaden machst. Ja, wir kriegen das Artefaktpunkte. Let's bring it back to Prep, before the ghouls take it. That name is all wrong. It should be a smallifier. Because when I looked into it, everything became smaller and more distant. Amazing what the ancients could make.
Ja, amazing. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat, was es ist, ne? Okay, hier gibt's noch was. Gibt den mehr Schrott. Ah, leider nicht so viel, aber immerhin. Kannst verstecken. Stapel Notizen. Hier geht die Story weiter. Yeah. Zongul stripped this cabin clean. Almost everything useful was gone. But it's a good thing ghouls can't read. They ignored the diary hidden inside Hammond's desk. Me and Dux aren't big readers either. But we look for answers in the diary. And all we get is more questions. Hammond writes how he found the crash machine near his cabin. He's convinced the machine was sent as a message from a mythical place beyond the zone called Eden, where everybody's happy and safe. When Hammond sees another machine fall north of here, he takes his stalker crew up there to find it. I close the diary. Here's the problem. Eden's a fairy tale. Some bedtime story mutants believe in, so they can get to sleep at night. So either Hammond is onto something, or his brain's got the rot, and he's about to kill a bunch of good stalkers. Guess we gotta find out. Me and Dux have to go north. Farther from home than we've ever been. It's dangerous. Dux thinks I'm crazy to press on. I don't disagree with him. Yeah. Es ist schon crazy. Aber wissen Sie, dass drei Sachen passiert sind? Erderwärmung, also dass das Eis geschmolzen ist. I don't care about some stupid Eden. Come on. But we need to find Hammond. And if he's going north, we're going north. If he's going north, that makes him a grade A certified loony. No one goes up there, Borman. And what's with those two stalkers he took with him? They should know better. They're following orders, just like us. The Ark can't run without Hammond, so we're bringing him back. Especially with ghoul packs coming this far south. Wonder what they're planning. Ghouls are too dumb to plan. Someone's pushing them down here. I'm feeling in my feathers. So, darf ich jetzt hier zwei? Dankeschön. Was ich sagen wollte, wir wissen ja, dass drei Sachen passiert sind. Einmal die Erderwärmung, dann irgendeine Pest, die sie The Rot nennen. Irgendeine rote Pest vor allem. Also, weiß ich nicht, vielleicht waren es ja die Kommunisten wieder. I don't know. Und als drittes ein Atomkrieg, der wohl passiert ist. Und anscheinend gibt es diese Pest immer noch. Denn er hat ja gesagt, entweder ne, ist er einfach nur verrückt oder die Pest hat sein Hirn zerstört. Und er wird bald ein paar Leute umbringen, nämlich seine treuen Stalker-Freunde. Ja, aber anscheinend, er hat zwei Stalker mitgenommen. Es scheint so, dass Stalker-Gruppen nicht größer als drei werden. Was ich schade finde, weil wir vier haben werden. Mehr Schrott. Diese Maschine, Eden vor allem, das möchte ich noch kurz sagen, weil wir werden nicht mehr lange machen, aber Eden, das Spiel heißt ja Road to Eden, also es wird natürlich irgendwie dahin führen in diese Richtung, aber ich bin gespannt, was es ist, ob es wirklich so ein Place ist und sowas und warum sind diese Maschinen abgestürzt, wenn die so gut wären, vor allem liegt die ja wohl schon eine Weile, weil die ist vollkommen mit Moos bewachsen, aber wenn die so, wenn da alles so gut wäre, warum stürzen die Maschinen einfach ab? Was ist da los? Wir können wohl jetzt hier verlassen. Ja, können wir. Wir können auch kurz auf die Karte gucken. Wir sind bei Hammonds Hütte. Wir können hierhin weiter. Und da oben müssen wir hin. Stufe 20. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Deswegen werden wir hier als nächstes weiter untersuchen, Leute. Und wir werden auch noch die Hunde killen hier. Die hier rumlatschen. Ich wollte nur gucken, ob wir noch ein bisschen Kleinkram finden vielleicht. Wir müssen unbedingt wieder Granaten kaufen. Das ist voll doof. Apropos. Wir haben doch Molotows gekauft. Habe ich keine mehr? Oh Gott, wir haben nur noch einen Molotow. Wäre das ja fun. Ich bin sehr gespannt, was das mit dem Eden auf sich hat und was da passieren wird noch. Das wird sicher interessant. Es ist ja ein Story-Driven Exploration. Tactical Turn-Based Game. Also, ja, alles beisammen, ne? Läuft. Aber darum freue ich mich auch besonders auf die Story. Die in XCOM zwar da ist, aber nicht so prominent. Die ist nicht so im Vordergrund. Haben wir jetzt alles untersucht? Ich glaube schon. Ich hoffe, wir waren auch hinter der Hütte. Ich meine, wir waren... Ach komm, ich gehe ganz kurz nochmal gucken. Dann kann ich noch kurz ein bisschen labern. Wir werden nämlich eh gleich aufhören.
Die war nie so im Vordergrund. Und allein, dass man hier dieses freie Exploren hat und nicht dieses missionsbasierte, wie es bei XCOM der Fall ist. Ich meine, im Endeffekt ist es das auch. Wenn man auf die Karte guckt, jeder Ort ist eine Mission im Endeffekt, ne? Aber, oder bei Phoenix Point, bei dem neuen. Ist auch alles sehr missionsbasiert und so. Und da fällt die Story natürlich zurück. Deswegen bin ich sehr gespannt, was hier noch alles kommen wird und ob sie, wie weit sie das treiben und wie gut sie das aufgezogen haben. Ich freue mich, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf, denn... Wo geht's denn hier jetzt wieder zu den blöden Kötern? Hä? Die Köter waren doch hier. Ich muss nochmal den Eingang finden, Leute. Ach so, wir waren... Ah, ja, okay. Die Maschine hier. Ich verstehe. Ich hätte gerne eine lokale Karte, eine kleine Minimap. Das wäre schön. Einfach nur, weil es angenehmer wäre. Hierhin sind die Köter. Okay, wir werden das nächste Mal die Köter noch erledigen und dann weiterziehen. Aber hier gibt es ja noch einen Weg weiter. Das ist ein anderer Weg, ne? Ne, hier geht es nur in die eine Richtung. Okay, vielleicht bin ich auch nur... Ja, ich bin zweimal am selben Weg entlang gelaufen. Okay, cool. Und hier sind die Köterchens, okay. Ja, wie gesagt, die machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin vor allem gespannt auf unseren... nächsten Kumpanen. Ich kenne diesen Kumpanen schon. Oh. Aber ihr hoffentlich noch nicht. Und ich hoffe, ihr werdet euch überraschen lassen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bei Mutant Year Zero. Tschüss.